Hey Leute, willkommen zurück zu Chrono Cross. Ist das auch gemein ist, dass hier einfach ein Schlüssel versteckt ist, den man einfach komplett verpassen kann. Ich finde es so gemein. Ich finde, wer kommt darauf? Die werden halt Items nicht markiert. Das finde ich natürlich ein bisschen kacke. Weil normalerweise so in Final Fantasy so werden die Items immer irgendwie markiert oder halt mindestens immer Kisten oder sowas. Oder bei FF9 zum Beispiel wurde es sogar, war immer so ein Ausrufezeichen zu sehen, wenn du mit irgendwas interagieren konntest. Keine Ahnung, warum sie es hier nicht so gemacht haben. Wir haben den Salonschlüssel bekommen. Teufelstalisman. Was ist das? Schütz gegen Anti-Blau. Okay, zur Terrasse geht ja nach hier oben, da wo quasi auch Kid dann gestürzt ist und wir dann auch gesprungen sind. Da müssen wir jetzt wieder hin. Nur viele Leute, wo es nicht wissen. Du versperrst uns immer noch den Weg. Gegen den kann man nicht mal kämpfen. Naja, gut, dann lass mal sein. Jetzt, wo wir eigentlich gerade mal dabei sind, können wir erstmal hier kurz einfach speichern, weil warum nicht? Und dann hier mal reingucken, weil hier waren wir, glaube ich, auch noch nie drin. General Reaper hat verzweifelt versucht, seine Tochter davon zu überzeugen, die Villa zu verlassen, aber sie hat sich energisch geweigert. Sie verbindet mit diesem Ort zu viele Erinnerungen, liebevolle Erinnerungen an Dario. Kannst mir nicht sagen, dass hier hinten nichts ist. Komm schon. Ach, komm schon. Oh mein Gott, wir haben was vergessen. Moment. Ich spute mich kurz. Wir haben etwas vergessen. Ach, scheiße. Da kann nämlich den Typ hier rauslassen. Ich bin neu hier und muss versehentlich eine Falle ausgelöst haben. Keine Sorge, ich hab nicht etwa herumspielen oder sowas. Ehrlich. Ich hatte einen Gehahn gehabt, ich wohl. Ja, nee, du hast versucht, das Ding da zu entfernen. Das haben wir nämlich auch schon versucht. Beziehungsweise ich wollte es nicht. Niki hatte andere Pläne, aber. Also wenn Kid wieder gesund wird, nehme ich sie auf jeden Fall in die Gruppe. Den Fehler meine ich nochmal. Weil sie kann mich auch klauen. Das wusste ich nämlich nicht. Sie kann klauen, das ist super gut. Da kann man nämlich super gute Sachen und sowas bekommen, also Ausrüstung herstellen und sowas. Ach du meine Güte, in jeder Nacht, ihr wart es, die... Kid hat ihr Leben riskiert, um mich zu schützen. Mein Vater und seine Männer sind nach Fort Dragonia aufgebrochen. Wo er genau ist, weiß ich allerdings nicht. Ich kann nichts für sie tun, außer vielleicht für ihre Sicherheit beten.
Diese empfindsame Pflanze heißt Neophio, wird sich verhalten wie Mensch, wenn erwachsen. Aber ist sie Neophio nicht vergleichbar, hat große Macht und ist in Lage zu benutzen Elemente. Wenn war natürlich mein Werk. Kann man sie trainieren, wenn sie blüht? Aber braucht man dazu Lebensfunke? Lebensfunke befindet sich meiner Analyse nach in Moor, östlich von Arni. Ach, dieses A. Ah. Habe ich schon losgeschickt, ein paar Dragoner, um zu holen. Aber ist kein einziger zurückgekehrt. Da ist natürlich schade, aber kann ich nicht zulassen, dass verloren gehen weitere Leben. Ist sich besser zu machen, Bogen um Moor, wenn dir Leben lieb ist. Was sind das für Sachen? Ah, es ist ein Aus. Okay. Treffer. Oh. Kupferlupe. Ah, Kupferlupe ist quasi auch sowas, ne? Ja, hört die Trefferrate ein bisschen, hört die Trefferrate noch mehr. Das heißt, ich werde jetzt auch mal ihm die Kupferlupe ausrüsten. Damit die zwei einfach nicht so schnell verfehlen. Warte mal, können wir da drüben noch mal was nachschauen? General Viper ist auf dem Weg nach Fort Dragonia im Südosten. Die vier Devas und der Großteil der Dragoner haben ihn begleitet. Es wird äußerst schwierig werden, dem Militär von Palpori hier gegenüberzutreten. Wie lässt man da jetzt nochmal die Leiter runter eigentlich? Konnte man das nicht? Also hat sich das nicht irgendwann sogar gehört? Da ist sogar eine Kiste. Man kann doch da bestimmt die Leiter runterlassen. Verarsch mich nicht. Du hast einen Durchgang nach unten gefunden. Hier ist auch noch ein Gegner. Hä? Willkommen. Nimm das. Benutze es. Palpori-Schmelzofen. Achso, das ist ein Rahmen. Übrigens, möchtest du deinen Namen ändern? Nein. Stell dir mal vor, das ging einfach. Also im echten Leben. Was ist das? Eine Art Transportmittel? Scheint so, ja. Wie wollen sie das hier wieder rauskriegen? Oder sie wollen es vielleicht auch gar nicht rauskriegen. Okay, anscheinend kommt man da noch nicht nach oben.
falscher Weg. Jetzt müssen wir nämlich wieder in die, dieses, wie soll ich das nennen, Labor zurück. Experimentlabor. Da, was willst du? Möchtest du dich uns anschließen? Ohne Pip ist sich hier nicht zu erforschen. Ist dann wohl richtiger Zeitpunkt, weil wir ihn nämlich befreit haben. Finde ich bestimmt interessantes Forschungsmaterial, wenn ich gehe mit dir. Dobro werde ich dir begleiten. Lucia hat sich einem Kollektiv angeschlossen. Und wir haben, wie viele Charaktere haben wir jetzt eigentlich jetzt schon? 8. Wisst ihr, was interessant daran ist? Wisst ihr, wie viele Charaktere es gibt? 40! Also man wird nicht alle 40 in einem Playthrough freischalten, weil man da viele andere Wege und sowas gehen muss. Ja, aber ich glaube, ich lasse mal die Gruppe so. Kannst du mich rufen? Jederzeit werde ich mich halten in Bereitschaft. Oh Gott, jetzt müssen wir ganz weit gehen. Jetzt müssen wir zu den Mooren gehen. Obwohl ich weiß nicht, ob es so weit wirklich ist. Soweit ist. Übrigens, wenn man jetzt, glaube ich, Options. Nein, auf der Weltkarte Options drücken. Oder war das Options? Dass man dann sieht, in welcher Welt man ist. Ich kann es irgendwie tatsächlich gerade nicht anzeigen lassen. Wenn wir nämlich Options drücken, kommt nur das. Also Pause. Ach, Weltnamen an! Ja, machen wir den noch an. Sieht doch cooler aus. Andere Welt sind wir ja. Okay. So geht das. Das ist eigentlich ein krasser Ort da rechts. Wir müssen jetzt aber erst wieder zu den Mooren. Kann man die, achso, man kann hier einfach durchlaufen. Ja, okay, dann never mind. Ich dachte schon, das wird länger jetzt dauern. Wir müssen nämlich hier, hier hin. Da konnten wir eh noch nicht lang, ne? Noch nie. Weißt du, bist auf der Seite nach, auf der Suche nach einer Hydra? Weißt du nicht, dass ihre Art seit Jahren ausgestorben ist? Du wirst in El Nido weit und breit keine mehr finden. Wenn du dich fragst, was mit ihm passiert ist, dann sieh dich einfach um. Das Ökosystem und das Wasser hier ist sauber. Das Ökosystem, das Wasser hier sauber gehalten hat, wurde zerstört. Das ist die reinste Säure. Wo einst ein schöner, lebendiger Wald stand, ist heute nur noch ein totes Holz übrig. Man nimmt dadurch Schaden. Das ist natürlich nicht so geil. Okay.
Ganz vorsichtig. Ich will nicht heilen, noch nicht. Da Scheiße, hier ist. Halt tote Hose. Scheiße, Mann. Müssen wir mal Tabletten. Ganz schnell. Es wird euch eins so leicht begleitet, durch den Sumpf zu latschen. Ach, immer diese verdammten Amateure. Wartet bloß nicht, dass ich euch rette, wenn ihr an Vergiftung sterbt. Ich glaube eher an Verseuchung. Wird mich jetzt nicht ernsthaft zwingen, zu der Kiste da zu rasen, oder? Doch wird's. Ihr Bastarde. Ihr Bastarde. Da geht's nicht lang. Ach so. Dein Ernst? Man kann einfach runterlaufen. Brauchen wir. Ah. Wie weit geht dieser Ort? Noch jemand? Okay, Blitz ist gut gegen Wind. Merken. Das war so unnötig. Hier ist ein Speicherpunkt.
Wir werden so hart hier sterben. Also. Nein, wir sind nicht, aber. Ich glaube, ich werde tatsächlich die Tabletten von denen entfernen, die wir es haben. Wir werden nämlich mehr haben. Aber dafür bekommst du. Obwohl, Heilung hast du doch schon, oder? Er hat schon Heilung. Dann kriegt er Stromstoß. Warte mal, hat er. Nee. Hier ist auch noch eine Sackgasse. Ah, nee, hier kann man hoch. Ja, okay, gut, Leute, da würde ich sagen, sehen wir uns hier beim nächsten Mal bei Chrono Cross. Bis dann und ciao.